Hallo, Herr Karl. Hi. Grüße Sie. Hallo. ISPO Awardwinner 2017. Wie kommt man denn zu so einem Titel? Ja, gute Frage. Nein, grundsätzlich hauptsächlich mit der Geschichte, die unsere Produkte erzählen. Ihr habt das Thema Recycling zur Firmenkultur gemacht. Ja. Also alte Produkte, Polyesterprodukte können abgegeben werden. Mhm. Kartons und daraus werden dann neue Kollektionen für uns wiederhergestellt. Das heißt, jetzt können abgegeben werden. Wo finde ich so einen Karton oder wie funktioniert das? Also hauptsächlich haben wir so eine Kartons hier in den Läden stehen, wo unsere Produkte verkauft werden. Okay. Und natürlich haben wir auch noch auf der Straße große Container, wo man polyesterhaltige Produkte reinwerfen kann. Ja. Ja. Okay, dann habt ihr diesen Container voll mit Klamotten. Wie geht's weiter? Genau, dann wird der zu einem Partner gebracht. Der wird dann die Ware sortiert. Das haben wir hier, glaube ich, auch ein bisschen demonstriert. Genau, also das sind jetzt hier zum Beispiel die Reißverschlüsse. Die werden halt abgetrennt. Ja. Da können wir natürlich, haben wir keinen weiteren Nutzen draus. Aber jetzt hier das reine Polyester wird halt geschreddert, woraus dann weiterhin so ein Granulat entsteht. Aus dem Granulat wird dann wieder Polyestergarn gemacht. Und aus diesem Polyestergarn steht dann letztendlich das fertige Fabric, aus dem wir dann unsere Pure-Klamotten herstellen. Okay. Ja, also ein letztendlich geschlossener Kreislauf, wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Okay. Also ich kann hier absolut mit grünen Finger einkaufen. Mit gutem Gewissen, ja. Ich habe nicht irgendwie den Zusatzeffekt, dass es irgendwo in China unter Kinderarbeit hergestellt worden ist, sondern man kann wirklich sagen, es ist aus Altklamotten hergestellt. Ja, oder? Genau. Also es ist zum einen nicht nur, also natürlich aus alten Klamotten hergestellt, und es ist halt absolut made in Europe. Ne? Mhm. Also wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, dass alles überwacht hergestellt wird. Das ist jetzt eine Jacke. Genau. Ich habe aber gesehen, dass ihr innen eine ganze Kollektion habt. Dürfen wir uns die mal angucken? Ja, klar. Logisch. So, was haben wir alles für Stücke? Hier natürlich sind wir sehr stolz auf unsere ISPO-Gewinner dieses Jahr. Mit Layer, letztendlich, den du drunter ziehst. Hier relativ neue, innovative Funktionen von unseren Designern. Der integrierte Handschuh. Okay. Genau, falls man auf Touren gehen ist oder sowas, dann kann man da ohne Probleme einmal rausklappen. Hier einmal rüber, zack, hier am Dings. Zack, ja. Hätte ich auch schon aufbauen können. Jacken letztendlich, genau. Zwei- und dreilagige Jacken. Dann haben wir Hosen, Skihosen, Midlayer, Isolations-Midlayer. Also eigentlich die komplette Sportfunktionspalette, die auch andere Hersteller haben, die man hier auf der ISPO sieht. Ja, letztendlich schon. Klar. Komplettes Programm. Ja, genau. Also stellt ihr auch für andere Hersteller her? Nein. Ihr habt eure eigene Produktreihe. Ja, klar, absolut. Also logisch. Wir sind auch einzigartig in dem, wie ich schon erklärt habe, in dem Prozess, wie wir unsere Produkte herstellen. Das soll auch so bleiben letztendlich. Ja. Das ist auch nur Polyester oder sind da andere Stücke? Genau, nee, auch nur Polyester. Natürlich ein bisschen gefüttert. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren eher nur 2- und 3-lagige Jacken, also relativ dünne Jacken gemacht. Ja. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo wir halt hier so ein bisschen gefütterte Produkte haben, ne? Die man dann auch vielleicht bei noch kälterem Wetter anziehen kann, beziehungsweise auch mal in der Freizeit, also wenn man mal irgendwie so im Winter unterwegs ist. Wie kommt es beim Konsumenten an, dass er nur recycelt? Das ist mit Begeisterung oder sagen die, ist er Müll oder? Naja, auf jeden Fall. Also jetzt mittlerweile trifft das auf immer mehr Begeisterung, weil dieses Umweltbewusstsein wird halt echt immer größer und es ist ja letztendlich die Erhaltung des Spielplatzes von den ganzen Skifahrern. Ne? Also jeder weiß, es ist halt, dass Winter immer schlechter wird letztendlich und dass wir halt, klar, wir können das alles nicht retten, aber wir machen auf jeden Fall die ersten Schritte in die richtige Richtung, um halt das alles ein bisschen mehr zu unterstützen letztendlich. Ja. Finde ich eine absolut vorbildliche Idee. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch viel, viel Glück für die Zukunft. Danke. Tschüss. Ciao.